Stefan Misterfeld. Auch hier wieder interessant für den Betrachter, vor allen Dingen für unsere Haflinger Züchter. Ganz interessant, was wir heute für Pferde brauchen, nicht nur im Familiensport, sondern auch mit Tendenz auf den Leistungssport. Pferde, die typisch Haflinger sind, vom Charakter, vom Nerv her, in der Farbe, vom Wesen, aber von der Leistung her eben so, wie wir das vom Haflinger als Bauernpferd gewohnt waren, immer. Ein Problem am Holzstoß, wobei das Pferd sehr aufmerksam ist, wenn man das Gesicht, die Ohren des Pferdes betrachtet, dann sieht man, dass das Pferd definitiv krumm. Und auch hier kein Problem. Schön auf über die Birke. Gut, hier rücken, oh, weit hineingesprungen, zu sehen, welche akrobatischen Leistungen unsere Reiterinnen hier. Dann müsst ihr einfach die Korrektur nehmen. Auf über hinter die Sommer 8. Sehr schön lang. Und das nennt man ausbalanciert, wenn er fährt am langen Zügel, also gut an der Höhe, die des Reiters stehen. Sich stets unter den Schwerpunkt galoppieren, gehindert. Auch in der Wendung ist das Pferd weit unterbringen. Hat eine ganz tolle Flugkurve über den Sprung. Hier kommt nun auf die letzte Kurve, 14 erfolgreich. Jetzt kommt der Entenhaus mit 15. Souverän gemacht, noch ein Sprung. Sind die Uhren scharf? Und immer noch ist das Pferd gut am Galoppieren. Das Pferd hat sehr schöne raumgreifende Galoppsprünge und kommt über den letzten Sprung und löst er.